Kollegin, dass sie sehr herzlich zur ersten Pressekonferenz dieser Saison jetzt aus diesem Raum begrüßen. Pep Guardiola steht auch zum ersten Mal hier in diesem Mediencenter beim FC Bayern zur Verfügung. Es sind noch etwas mehr als 24 Stunden bis zum Supercup. Der erste Titel, jetzt wird es ernst. Der erste Titel für den FC Bayern, aber auch für Borussia Dortmund ist morgen möglich. Wie wichtig wäre der Supercup für dich persönlich, für deine Mannschaft, vor allen Dingen aber für die Fans beim FC Bayern? Guten Morgen. Ist ein Titel. Und ein Titel immer ist wichtig. Egal die Gegner, ist eine Ehre, hier zu sein für dieses Titelspiel. Ich weiß, dass ich kann spielen dieses Spiel, weil die letzte Saison es war außergewöhnlich. Auf diesem Raum bin ich hier. Aber wir wissen, die Gegner, ich glaube, meine Spieler wissen besser als ich, was passiert, wenn wir ein Spiel gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, es wird interessant, ein sehr gutes Spiel. Wie groß ist der Vorteil für Borussia Dortmund, im eigenen Stadion vor 80.000 Zuschauern zu spielen und der FC Bayern ist nur Gast? Bah, ist besser. Ich spiele heimisch Spiele, auswärtiges Spiel. Das ist natürlich. Das sechste Mal werde ich in Dortmund spielen, in diesem Stadion. Die ganzen Leute haben mir gesagt, das ist speziell, dieser große Fans zu Tribüne und die anderen Dinge. Für mich ist eine gute Erfahrung. Und ich bin zufrieden, leben diese Erfahrung. Wie wichtig wäre es, den Supercup zu holen, um sich den Respekt, die Anerkennung bei allen Gegnern in der Bundesliga und im DFB-Pokal sofort zu holen? Für mich, für meine Meinung, wenn du bist ein Profi, Fußballspieler oder Fußballtrainer, jeden Spieler ist wichtig, egal die Competition. Der Wettbewerb, egal. Natürlich ist das Finale. Finale ist speziell, ist in und out, gewinnen und Niederlage. So, was ist nur einfach, wir haben wenige Spieler verletzt, nur einen Monat zusammen und sie haben die gleiche Trainer, die gleiche Mentalität, die gleiche Systeme, die gleiche Way to Play von langer Zeit. Aber wenn du spielst, wenn du Trainer bei den München, es ist nicht kein Ausreden, keine Entschuldigung. So, du musst in Dortmund, in anderen großen Stadien in der Welt, immer gute Performance zu machen und ein gutes Spiel und versuchen zu gewinnen. Nur gewinnen, ne? Ganz einfach. Ja. Hast du schon entschieden, welche Spieler mit nach Dortmund gehen, welche Spieler im Kader sind und wer eventuell zu Hause bleibt? Manuel Neuer bleiben in Hause, Frank Ribéry bleiben in Hause. Sie sind verletzt von dem letzten Spiel, französischen Spiel gegen Barcelona. Und die anderen, Mario Götze natürlich, Bastian, fliegen mit uns, aber er hat nur zwei oder drei Sommertraining erhalten, so es ist nicht so viel. Aber es ist ein bisschen besser, Schritt für Schritt, Tag für Tag ist ein bisschen besser. Die anderen, wie die ganze Kader, fliegen nach Dortmund. Okay. Eure Fragen bitte, Philipp Nagel. In Deutschland wurde das Duell Dortmund-Bayern in den letzten Jahren immer mehr zum Klassiko, mit dem Sie ja vor allem große Erfahrungen haben mit dem El Clasico. Mhm. Sehen Sie das ähnlich, dass dieses Duell Bayern-Dortmund, was Sie auch lassen?
Ich weiß nicht, lass mich ein bisschen mehr Zeit zu verstehen. Es ist das Gleiche, das habe ich in Spanien gelebt mit der Clásico Barcelona. Ist ein Wort für Markus und für euch. Du musst wissen, besser als ich. Aber in den letzten Jahren, das sind 3 Jahre, 4 Jahre, Bayern und Borussia haben die besten Mannschaft hier in Deutschland. Und es ist wichtig, ist die letzte Mannschaft, das Finale der Champions League. So ist nicht notwendig, mehr Wurst no? zu sagen. So ist eine sehr große Mannschaft. Darf ich, Kalle? Trotzdem, Sie haben schon eine Menge Spiele gemacht mit dem FC Bayern, Testspiele. Jetzt geht es gegen Borussia Dortmund. Es geht auch nicht über 60 Minuten, wie beim Cup letzte Woche, sondern 90 Minuten, großes Fußballspiel. Ist das für Sie wichtig, um wirklich zu sehen, wie weit Ihre Mannschaft ist? Ist das eine klare Bestandsaufnahme? Barcelona war noch ganz am Anfang, war noch ganz frisch. Jetzt Dortmund muss ja so weit sein wie Bayern. In einer Woche spielen die Pokal wie Bayern. Ja, natürlich. Vor allem ist es ein Finale. In der Finale ist es ein Finale. Und Sonntag ist keine andere Chance. So, es ist 19 Minuten oder ein bisschen mehr extra Time, aber es ist ein Finale. Aber ich glaube, ich habe gesehen in der gegen Hamburg und gegen Mönchengladbach, wir haben einen guten Schritt nach vorne. Und, gegen Barcelona ist nie ein einfaches Spiel gegen sie, weil sie haben ein spezielles Spiel und sie haben einen großen Ballbesitz. Es ist nicht einfach so gegen sie zu spielen. Aber Barcelona und natürlich am Morgen sind ein sehr, sehr guter Test für uns, für mich, zu wissen, was ist unser Niveau in diesem Moment. Weil wir heute ist der 26. Juli, so, heute ist exakt ein Monat zusammen. So, natürlich, wir haben diese Periode Vorbereitung für dieses Spiel, aber auch für den Rest, für die ganze Saison. So, die Bundesliga ist jetzt, ist die nächste Woche und Anfang. Und Anfang die ganze Spiel. Ja, Uli Hoeneß hat gesagt, eingespielt sein ist eine Macht. Sind Sie ein bisschen verwundert darüber, dass so viele darüber diskutieren? Sind Sie verwundert darüber, dass viele so diskutieren, dass Sie so viel rotieren? So viele rotieren, ja, die Mannschaft. Sind Sie selbst verwundert darüber, weil jetzt Uli Hoeneß was dazu gesagt hat? Matthias Sammer hatte gesagt, es gibt wohl keine Stammelf mehr. Sind Sie, und viel in den Medien wird schon geschrieben, sind Sie selbst darüber verwundert, dass so viele darüber diskutieren? No, für mich ich bin eine Person, die sehr, sehr geduldig ist. Ich akzeptiere alles, die Meinung für die Leute der Verein, für meine Kollegen, für die Journalisten. So. Ich weiß, warum bin ich hier. Ich unterstütze meine Spieler. Das ist der Hauptgrund und der einzige Grund, warum ich hier bin. So, die anderen, sie akzeptieren. Aber Bayern hat mir gegeben eine super, super Kader. Und, natürlich, die ganze Spieler können spielen. Und es hängt von seiner Kondition, meiner Meinung, meinen Ideen, es hängt von den Gegnern ab. So, jeder Spiel kann Wechsel spielen oder spielt die gleiche Mannschaft jedes Woche. Ich glaube nicht, aber kann passieren. So, passiv. Aber von Anfang an, Bastian, nur 3, 4 Trainer halt, Gott sei Dank, kein. Vor dem Morgen Manu und Frank konnten nicht spielen, die Finale. Aber wir haben einen guten. In meiner Karriere, also ich war jung, ein bisschen, was
am Ende meiner Karriere als Fußballspieler und in meiner Karriere als Trainer nie in meiner Mannschaft ist keine Ausreden, keine Entschuldigung. Wenn wir gewinnen, ist für unsere Verantwortung. Wenn wir gewinnen, wir niederlagen, ist für unsere Verantwortung. Das ist das Beste, wenn du bist in einem Club, in der Verein wie Bayern München, du musst leben in dieser Way, in dieser Art. Okay, was wissen Sie über Jürgen Klopp und welchen Eindruck haben Sie von ihm? Wie wirkt er auf Sie? Er macht super Leistungen in BVB in den letzten drei, vier Jahren. In drei Jahren habe ich zweimal die Bundesliga-Meisterschaft, zweimal. Und das letzte Jahr, seine Mannschaft hatte aus dem Gewöhnlichen Champions League gespielt. Wir haben kennenzulernen in Mönchengladbach. Er ist sehr groß und das ist eine gute Erfahrung für mich, ein Spiel gegen seine Mannschaft. So ist one of the auf diesem Raum, ich habe Entscheidung hier in München zu kommen. Christian Ortleb. Sie haben in Barcelona hatten Sie ein Gerüst, Xavi, Nesta, Messi. Glauben Sie oder werden Sie auch hier bei Bayern ein Gerüst haben wie ein Stamm. Neuer, Schweinsteiger, Lahm, Ribéry. Werden Sie das ähnlich machen? Es wäre eine große Fehler für mich, versuchen zu vergleichen über meine Vergangenheit als in Barcelona mit meiner Erfahrung hier in München. Es wäre ein großer Fehler. So, Sie sehen, Bayern hat andere Spieler, sehr, sehr gute Spieler, mit anderen Konditionen speziell. In meiner ersten Idee, meine erste Ziel ist meine Ideen FC Bayern in die Mannschaft zu bringen. In die Mannschaft zu bringen, das ist am wichtigsten. So egal die Ideen, egal. Natürlich, ich habe meine Ideen, aber die ganzen Ideen sind gut, sind perfekt in dem Fußball. Aber das Wichtigste ist, alle zusammen glauben in die gleichen Ideen. Und ich muss sie vertrauen oder passen, erklären. Also heißt, Sie werden immer ein bisschen rotieren, immer wechseln? Oder? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist von Anfang, ich muss noch kennenlernen. Ein bisschen früh. So, wir brauchen ein bisschen mehr Zeit für das kulturelle, deutsche kulturell, für seinen Fußball, seine Mentalität, für meine Spieler. Wir müssen kennenlernen. Von Anfang ich habe immer die gleiche gesagt, aber das ist wahr. So, es ist sehr ein bisschen früh zu verstehen dann alles über meine Mannschaft. In Juve, die Bundesliga natürlich. Bitte sehr. Zunächst mein Kollege. Ja. Servus, Herr Guardiola. Ich weiß nicht, ob Sie Rolling Stones mögen. Heute ist Geburtstag von Mick Jagger. Die berühmte Lied, I can get no satisfaction. Meine Frage ist, welche ist Ihre Satisfaction, Ihre Zufriedenheit mit Ihren Spielern? Und fühlen Sie sich selbst heutzutage der Boss? Haben Sie vollständige moralische Autorität unter Ihrer Spiele? Dankeschön. Perché non me lo fai in catalano, tio? No, Garcus in catalano. Ma lo fai in catalano, ce l'entendi? No, si le gustano proprio in Stones. Sì, solo che se parla in testa, al finale del mio prodotto. Considera, Herr Guardiola, que quin és el seu grau de sufrisenheit, de satisfacció amb els seus jugadors, ah, i si té ja plena autoritat moral i vostè és
der Boss. Meine Meinung über meine neuen Spiele ist sehr hoch. Sie haben in den letzten 3-4 Jahren sehr großen Erfolg gehabt. So ich habe keine Zweifel über sie, über ihnen. Nichts. Natürlich, ich muss Entscheidungen treffen. Das war ja hier, aber ich glaube mehr in Vertrauen mehr als du musst dies machen, weil ich bin dein Trainer. So diese Erfolgreich, dieser Teil du sprechen mit dem Spiel ist kurz erfolgreich. So du willst lange erfolgreich, dann bis ich es muss vertrauen. I com a afegitó, missatge de simpatia per la tragèdia al nord d'Espanya, Santiago de Compostela, Solidaritats Borja i les Spanish Escolergades de Schoenkebach. Ja, és un drama. Veure les imatges és esgarrifós. És un drama. Evidentment, és una resposta que cau per si sol. És un drama que ha passat a Espanya i que les famílies puguin arribar a entendre el que deuen estar patint. Es wird viel diskutiert über den großen, breiten, starken Kader beim FC Bayern München. Haben Sie schon im Kopf, wie viele Spieler vielleicht noch abgegeben werden sollen, ausgeliehen oder verkauft werden sollen? Also, wir werden mit Matthias, mit Kalle diskutieren in den nächsten Tagen. So, heute, wir sind in der Finale die Champions, die Supercup am Morgen gegen BVB. Und wir sind die ganze Kader, die haben wir Anfang vor einem Monat. Wir werden nach München fliegen, wie diese Kader, das ist der wichtigste. Nach Audi Cup, nach 3, 4, 5 Tage vor die erste Spiel, der Bundesligaspiel. Wir werden sprechen mit dem Verein und wir wechseln unsere Meinung, unsere Opinion und wir werden Entscheidungen, das Beste für den Verein natürlich und natürlich auch mit den Spielern. Aber eine Vorstellung, eine kleine Vorstellung. Werden Sie ja jetzt vielleicht auch schon haben. Ich bin zufrieden mit dieser Mannschaft, mit dieser Kader. Aber in den nächsten Tagen, am Ende, wir werden diskutieren mit meinem Staff, mit der Vereinen. Heute ist nicht der Moment. So, wir sind ja vor Tage, vor dem Finale. Philipp Lahm hat jetzt im Mittelfeld gespielt. Sie hatten gesagt, Sie hätten gerade nicht genug Mittelfeldspieler gehabt. Jetzt fällt Franck Ribéry aus für morgen. Bedeutet das, Philipp Lahm wird wieder offensiv spielen und wieder vorne im Mittelfeld? Vielleicht. Jedes Mal Philipp im Mittelfeld, er scoret ein Goal, Tor. Jedes Mal. So, vielleicht er kann do it. Ich habe ein bisschen Meinung about morgen die 11, aber ich habe es war schon ein bisschen Zweifel. Aber natürlich, ich weiß, ich habe in der letzten Pressekonferenz, da ich weiß, wo Philly Lam ist in der besten Position, so ist der beste Außenverteidiger in der Welt. Aber er kann spielen in der Mittelfeld, weil er ist sehr, sehr intelligent. Sehr intelligent. So, manchmal ich benutze ihn in der Stürmer, er will gutes Spiel. Ich bin mir sicher. Ich möchte eine Frage auf Katalanisch stellen. Ja, gut, Isaac.
Aber Pep, has jugat 12 finals, bueno, has viscut 12 finals amb el Barça. D'aquelles experiències acumulades, què creus que et pot servir més a l'hora de preparar un partit com el de demà? O sigui, està clar que els jugadors del Bayern han jugat moltes finals i ja saben més o menys què fer, però a tu, com a missatge, a l'hora de transmetre el teu missatge, què et pot ajudar més a tot el que has acumulat d'aquests anys? I després, si em permets, sé que estàs treballant molt, es nota, però de la ciutat de Múnich, què és el que t'està atrapant més? Que, si pot ser gaudir ja de la ciutat, si tens una mica de vida cultural ja o no encara. Übersetzt du mal. Kurz auf Deutsch. Kurz zusammengefasst auf Deutsch. Was haben Sie gefragt? Ja, also ich habe gefragt, er hat 12 Finale mit Barcelona erlebt. Und von diesen von dieser Erfahrung, was hat er gelernt und was ist sehr wertvoll für morgen? Okay. Dann natürlich, ich habe Erfahrung für die Finale. Naturalment, jugar a finals t'ajuda a conèixer les sensacions, però cada final és diferent. Intentaré transmetre'ls el que sempre vaig fer en la primera final com l'última, de que cony, que es pot guanyar, que es pot perdre, però intentaré que fem tot allò que hem treballat durant només un mes. Que podem guanyar o podem perdre, però que tenim darrere molts fans i tenim molts seguidors que ens demanen que tinguem un bon comportament, una bona actitud i que anem a guanyar el partit. Que després, si el perdrem, els felicitarem, al contrari, reconeixerem que ha sigut els nostres errors, però que el que hem parlat durant aquest mes és el que hem de fer. Això és la idea que he tingut sempre. I respecte a la ciutat, doncs no he tingut massa temps, sí que ha fet molta calor darrerament, veig molta gent en bicicleta, molta gent a les terrasses, imagino que disfruten quan tenen temps de poder anar a les terrasses i disfrutar-ho, que és una ciutat molt, molt, molt acollidora, que hi ha molts semàfors, molts, molts, però molts, que cada dos minuts hi ha un semàfor i molt llargs, que això significa que és una ciutat, crec, feta per les bicicletes i perquè la gent pugui passejar. I per lo més, conec més Sevenstrasse que la ciutat. Ganz kurz deine Erfahrungen für uns in Deutsch. Übersetze? Nur ganz kurz. Nur ganz kurz, weil es interessiert die deutschen Kollegen. Kurz. Deine Erfahrungen aus 12 Finals. So, ich bin der Dolmetscher dieser junge Journalisten. Nein, dein eigener. Dein eigener. Nein, genau. Ich habe ihm gesagt, wir werden am Morgen in unserem Spiel. Per què no tradueixes tu, Miguel Ángel? Aber du sprichst dich zu Rezenser. No, ich will am Morgen in die Finale sehen, was wir gemacht haben in dieser kurzen Periode, machen am Morgen, egal, wenn wir gewinnen werden oder in Lagen werden, dann passiert, aber versuchen wir sind Bayern und wir haben große Fans hinten und wir haben ein gutes Behavior. Auftritt. Gut Auftritt in das Spiel. Und über die Stadt, so, ich kenne mehr Sevenstrasse als die Stadt, weil ich habe gesehen, so viele Leute in der Fahrräder und so viele Semaphors? So viele Ampel. Straßenampel, so viele. So viele. Una batista schöne Stadt. Aber die große Frage, mögen Sie Bier, Herr Guardiola, mögen Sie Bier trinken selbst? Noch nicht.
Nur Wasser. Andi Werner. Herr Guardiola, Sie sind ein Experte. Sie werden Borussia Dortmund das letzte Jahr auch schon analysiert und beobachtet haben. Jetzt wurden viele Spieler gekauft. Spieler. Sie haben eine super, super Organisation. Sind Sie besser als letztes Jahr? Besser geworden? Und wo sehen Sie Schwächen in dieser Mannschaft? Nein, ist ähnlich. Ist die gleiche Trainer. Ohne Mario Götze war die andere, ist die gleichen Spieler. So, die Ideen für mich ist ähnlich. Sehr gut Konter, sehr, sehr gute Organisation. Deshalb hinten gibt es einen guten Trainer, ein großes Team. Reus ist in der Flanke, in großer Qualität, in 1 gegen 1. Gundogan ist ein exzeptioneller Spieler in der Mittelfeld. Wir müssen in der Lage sein, keine Zeit ihm zu lassen, zu denken. So ein sehr guter Torwart mit weiteren Fehler. In einem Verteidiger mit Subotic und Hummels, eine gute Erfahrung, eine intelligente in seinen Bewegungen. So, diese Mannschaft hat gespielt, die Finale, die Champions League, und hat gewonnen 2 Jahre, 3 Jahre die Bundesliga. Sie sind die gleiche Spieler, spielen jetzt. So, ist ein gut Test für die Mannschaft, weil natürlich für mich zu kennen unser Niveau. Herr Guardiola, Sie haben gesagt, Manuel Neuer und Franck Ribéry sind verletzt. Ja. Was haben die beiden Spieler? Sind sie schlimm verletzt? Wie lange fallen sie aus? Ich glaube, es ist nicht lange. Dieser Kurs verletzt, weil die Finale ist am Morgen. Und am Morgen ist sie können nicht spielen. Für die Bundesliga kein Problem. Ah, ich glaube, sie sind. Frank hat sie werden Prellung bekommen, ja, beim Spiel gegen Barcelona. Und Vorsichtsmaßnahmen. Und Manuel auch Muskelprobleme. Ich habe sie werden bereit spielen können, ja. Manuel, der grüne Wolf, lass jeden irgendwo einmal. Herr Guardiola, viele Fans freuen sich besonders auf Mario Götze. Wie lange braucht er noch, bis er fit ist, bis Sie mit ihm arbeiten können? Ja, er hat eine lange Verletzung, so eine große Verhandlung. Aber ich glaube, in den nächsten Freitag, Samstag, Trainer nächste Mal mit uns. Wir sind zufrieden für darüber. Aber er hat natürlich, zweieinhalb Monate nichts. So, er muss Zeit so nehmen, sehr gute Kondition. Aber wir sind zufrieden. So, am Anfang, er kann trainieren mit uns. Und er bleibt hier morgen. Ich habe das nicht verstanden am Anfang. Er bleibt hier? Ja, Mario? Er geht nicht nach. Nein, Mario bleibt hier. Bleibt hier, ja. Da vielleicht noch ein kurzer Hinweis, weil in den letzten Tagen so das Thema aufkam, dass er nicht verabschiedet wird in Dortmund. Wir wissen nicht, wo dieses Thema aufkam. Es war nie geplant, weder von Borussia Dortmund noch von Bayern München, von Mario Götze, dass der vom Supercup dort verabschiedet werden soll. Ich glaube, wir wissen auch, was da morgen an Emotionen da ist. Borussia Dortmund wollte ihn Ende der vergangenen Saison verabschieden, aber da war eben mit seiner Verletzung, dass er permanent in der Reha war. Deshalb konnten sie ihn bei einem Spiel nicht mehr verabschieden, aber es ist alles in Ordnung und alles im Einklang. Taufik. Es ist sehr heiß für deutsche Verhältnisse, ja? Und es wird noch viel heißer, glaube ich, morgen. Bedeutet das irgendwas für Sie? Wie gehen Sie damit um? Wie lassen Sie Ihre Mannschaft damit umgehen? Und bedeutet das auch was für die Spielweise? Geht es dann nicht so schnell oder was bedeutet das? Ach, heiß ist heiß. Wir können wechseln. So, wir müssen anpassen für die Gegner, für die Welt, für die Heiß. So, ist kein Problem. Wenn wir trainieren Nachmittag,
6:30 Uhr ist eine gute Temperatur. Ja. Ist gut. Am Vormittag ist es sehr heiß, weil nächste Woche wir wissen, dass das Wetter ist heißer. So wir werden trainieren, vielleicht 9 oder 9:30 Uhr. Aber okay, die ganze Leute hat mir gesagt, hier der Winter ist keine heiß, so okay, für die kurze Zeit kein Problem. Wir müssen kontrollieren. Bislang haben Sie noch keinen Strafenkatalog eingeführt. Warum müssen Sie nicht so streng sein? Warum brauchen Sie das nicht? Strafen? Strafenkatalog. The players don't have to pay if they come late. Something like that. Strafenkatalog? Codice del vestuario. Disziplina. Ah, non tenen? Yeah. Ich vertraue in Sie. Warum? Ich vertraue. So ist es ein Problem, wenn sie nicht gute Professionelle sind, andere Spieler, das Spiel wird. So, es hängt von den Spielern ab. Sie sind ein großer Profi. Sie wissen, dass sie müssen einen guten Trainer halten, einen guten Rührer nach und abend und gutes Essen. Wenn sie sind verletzt, andere Spieler, das Spiel wird. Und, sie sind nicht in guter Kondition, andere Spieler spielen. So, es hängt von der ab. Ich bin nicht seine Vater. Ich bin seine Trainer, aber ich bin nicht seine Vater. So. Kein Polizist. No. Ist der Antrieb. Wie geht es Ihrer Deutschlehrerin? Die ist der BVB-Fan, habe ich ja verraten. Hatten Sie Kontakt mit ihr? Noch nicht. Keine Hilfe? No, ich habe Kontakt nach meiner ersten Pressekonferenz. Er habe mir geschickt meine Fälle. Und ich konnte mit ihr nicht sprechen, aber vielleicht in den nächsten Tagen. Ich werde ihr telefonieren. Mhm. Ja? Okay. Zwei letzte Fragen. Philipp Nagel und Paul. Wow, das ist gut, eh? Eine Frage noch, Herr Gadula. Sie sind ja schon einige Zeit in München und bis auf die Straßenampeln fühlen Sie sich wohl? Fühlen Sie sich schon angekommen? Also, wir haben ja schon gesagt, das Wetter ist sehr spanisch. No, kein Problem. Wie angekommen, wie wohl fühlen Sie sich schon in München, hier in der Umgebung? Sie sind jetzt schon einige Zeit da, bis auf die Straßenampeln. Ist ansonsten alles nach Ihrem Geschmack? Fühlen Sie sich wohl hier? Ja, bis jetzt alles super. Vor allem die Leute, die arbeiten hier in Sevena. Und für euch, war sehr, sehr wichtig, ein guter Anfang. No, alle zusammen, weil die Stadt ist, ich habe in zwei oder drei gute Restaurants, und, aber wir kommen hier am Morgen und bis Nachmittag, ja, so die ganze Zeit hier, die Pressaison, Sommervorbereitung ist sehr stark, so vielleicht in die nächste Saison, es wird ein bisschen einfach, wir können lernen mehr, sehr, sehr gut. Und jetzt, ich brauche mehr Zeit, so das Stadt kennenzulernen. Letzte Frage, Jana Betten. Meine Frage so ähnlich, haben Sie schon ein Lieblingswort auf Deutsch, vielleicht im Training? Ja, ich habe ein bisschen Problem. Gas geht nach vorne. Geht nach vorne. Ja, natürlich. Ich fühle
ein bisschen besser, ein bisschen mehr Vertrauen mit self. Aber es, you know, mein Deutsch ist noch kurz. Aber auf dem Platz ist die Sprache ist, oh, da ist schnell, so ist einfach. Es ist wirklich hier vor dir, ist schwieriger als auf dem Platz mit meinen Kollegen. Die Ideen ist am Ende kurze Ideen. Es ist einfacher für mich. Wir sind alle zufrieden. Vielen Dank, okay. Vielen Dank euch. Und bis nächste Woche dann. Ja, danke. Für uns ist alles einfach mit dir.